Hallo und willkommen zurück zu Fallout 4. Wir sind weiter in ich glaube Arcadia, nicht Arcadia. Und da werden wir jetzt noch das untere Stockwerk durchschauen. Wo kommen wir da entlang? Hier. Ne. Dort. Und dann gucken wir mal, dass wir mit dieser Tante reden. Genau, mit der da. Die Schaltkreise sind total hinüber. Kasumi Nakano? Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. An was arbeitest du denn? Versuche nur, etwas Vorkriegsmüll zu etwas Nützlichem zu verarbeiten. Also, sagst du mir jetzt, was du hier willst? Deine Eltern haben mich geschickt. Du sollst nach Hause kommen. Sie... haben was getan? Du bist so weit gereist? Wegen mir? Wir haben einiges durchgemacht. Sind durch den Nebel, um dich zu finden. Meine Eltern. Die Leute, die sich um mich gekümmert haben. Sie würden mich nicht zurückhaben wollen. Nicht, wenn sie die Wahrheit wüssten. Was meinst du damit? Ich bin nicht ihre Tochter. Ich bin ein Sünd. Ich dachte, es wäre leichter für sie, wenn ich einfach gehen würde. Wie hätte so ein Gespräch dann verlaufen sollen? Ich habe euch die ganze Zeit belogen? Eure Tochter ist tot und ich habe sie ersetzt? Hast du einen Beweis dafür, ein Zünd zu sein? Kleine Dinge. Träume, dass ich im Labor aufwache. Jahre als Kind, an die ich mich nicht erinnere. Und zu Hause war ich immer fehl am Platz. Du bist verwirrt. Kasumi, ich glaube, du bist verwirrt. Jeder zweifelt mal an seiner Identität. Das ist Teil des Lebens. Ich wünschte, das würde stimmen. Wäre ich kein Sünd, wäre alles so viel einfacher. Arcadia ist nicht das, was ich dachte. Es ist mehr als nur eine Zuflucht. Aber ich kann erst gehen, wenn ich dem auf den Grund gegangen bin. Ich bin genug weggelaufen. Was für ein Problem gibt es denn in Arcadia? Ist eine lange Geschichte. Ich muss nur herausfinden, wie... Moment. Du findest Dinge. Suchst nach Antworten. Das stimmt doch, oder? Deshalb hast du mich aufgespürt. Was, wenn ich dir sage, dass es ein Geheimnis gibt? Ein großes Geheimnis hier auf der Insel. Etwas viel Wichtigeres als ein verschwundenes Mädchen. Wovon redest du? Wo soll ich nur anfangen? Du hast die ganzen Computer gesehen, an die Dima angeschlossen ist, oder? Sie enthalten seine Erinnerungen oder laden Daten aus seinem Hirn runter. Vielleicht auch beides. Nun, Faraday hat mich gebeten, bei einigen Reparaturen zu helfen. Und da wurde ich neugierig. Da stecken die Lebenserfahrungen aus einem Jahrhundert drin. Und dann sehe ich sie. Datenmodelle, die Dima erstellt hat. Bei einem überrollt der Nebelfahrhaber. Bei einem anderen explodiert eine Atombombe auf der Insel. Beides inklusive Opferzahlen. Was, wenn Dima so freundlich ist, weil er etwas vor uns verbirgt? Ein Plan, um den Rest der Insel auszulöschen. Wenn sich Dima gegen Verhaber wendet, das wäre Grund zur Sorge. Du vertraust Dima nicht? Und bist nur seinetwegen hierher gekommen? Ich bin nicht wegen ihm nach Arcadia gekommen, sondern weil es hier Antworten gibt. Jetzt... da ich eine Heimat gefunden habe, will ich nicht alles verlieren, weil Dima plant, alles zu vernichten. Na dann. Ich helfe, wenn ich kann. Aber viel ist das nicht. Ich weiß. Ich arbeite daran, aber bisher ohne großen Erfolg. Ich sehe immer wieder, wie Dima, Faraday und Chase ins Labor am anderen Ende des Gangs gehen. Später kommen sie raus und es wirkt, als hätten sie gestritten. Es gibt hier nebenan ein Lager... das wäre perfekt zum Lauschen. Aber es ist abgeschlossen. Ich habe auch versucht, Faradays Terminal zu hacken, weil er Dima so nahe steht. Aber das Ding ist extrem gut gesichert. Das haben wir doch schon gehackt. Zur Seite. Dann zeigt der Meisterhacker dir, wie man das macht. Wie du meinst. Viel Glück. Wenn du was hast, lass es mich wissen. Was wir auch immer herausfinden. Hoffentlich springen ein paar Kronkorken für uns raus. Ich bin mir sicher,
Irgendjemand hat den Schlüssel zum Lagerraum. Vielleicht Cock? Der hantiert immer mit den Vorräten rum, wenn sie reinkommen. Man sollte sich nie zu gut sein für Dinge, die man vielleicht noch brauchen kann. Ich hab den Schlüssel zum Lagerraum. So, da ging's wieder hoch. Hier ist jetzt nur die gewesen. Da ist noch wer. Jeder Tag ist ein Kampf. Aber wenigstens müssen wir uns nicht verstecken. Arcadia ist weit genug vom Institut entfernt, damit wir uns keine Sorgen machen müssen, oder? Das ist das Lager. Lagerraumplakat. Dieser Lagerraum ist für die Vorräte des Ladens und steht nicht zur freien Verfügung. Ich habe eh nicht viel, also Finger weg. Wenn du hier rein willst, komm zum Laden. Ich will dir zwar Nein sagen, aber du kannst mich alles fragen. Belausch das Treffen. Verstecken und warten in der Power Armor. Wir müssen das ohne Blutvergießen schaffen. Fahrhaber und die Kinder des Atoms haben beide das Recht, auf der Insel zu sein. So wie wir auch. Die werden sich umbringen, Dima. Immer weiter. Wir müssen uns für eine Seite entscheiden. Haben wir uns nicht schon für eine Seite entschieden? Die Nebelkondensatoren zu bauen, war nicht gerade ein Beweis unserer Neutralität. Wir konnten nicht einfach zusehen, wie der Nebel die Bewohner der Insel tötet. Du musstest also den Kindern des Atoms ein Zuhause geben? Das mit der U-Boot-Basis war ein Fehler. Der Nukleus, wie sie es nennen, ist eigentlich eine große Befestigungsanlage. Fahrhaber hat sie vertrieben. Sie haben seltsame Ansichten, aber sie haben uns stets akzeptiert. Und Beichtvater Martin war ein Freund. Tja, der neue Beichtvater nicht. Hoher Beichtvater Tektis ist ein labiler Größenwahnsinniger und wird uns bedrohen, solange wir Fahrhaber helfen. Leute, können wir über das Offensichtliche reden? Wir drücken uns die ganze Zeit drumrum. Meine alten Speicherbänke sind in der U-Boot-Basis. Unglaublich, dass du mir nie davon erzählt hast. Ich muss warten, bis sie zum Sicherheitsrisiko werden. Ich weiß, wie es im Nachhinein aussieht. Aber in dem Moment war es ein Akt des Vertrauens. Ich hatte Sorge, dass sie die Vorkriegssicherheitsmaßnahmen auslösen und sich verletzen. Ich habe den Kindern mein altes Zuhause übergeben und sie über meine Erinnerungen wachen lassen. Ich dachte, wir würden mit ihnen zusammenarbeiten. Wie sicher sind die Datenbanken? Wie viel Zeit haben wir? Und was befindet sich darin? Das hatten wir doch schon, Chase. Ich weiß nicht, was darin lagert. So ist das nun mal. Diese Methode ist meine Art des Vergessens. Aber ich habe einige Berechnungen zu ungünstigen Szenarien angestellt. Wenn bestimmtes Wissen in die falschen Hände gerät... Dann schick mich hin. Ich bin in einem Tag wieder da. Das ist zu riskant. Sie wissen, dass du aus Arcadia kommst. Wenn sie dich erwischen oder auch nur sehen, bedeutet das Krieg. Wir sollten sie zumindest darauf vorbereiten, reinzugehen. Uns gehen die Optionen aus. Ich sage, wir zeigen ihr, wie sie die Speicherbänke knackt. Du hast ohne mich daran gearbeitet? Es kam in einem ruhigen Moment auf, Chase. Aber ja, wir haben ein Programm geschrieben, mit dem man meine Erinnerungen herunterladen kann. Das wird anders sein als das Hacken sonst. Du wirst in mein geistiges Netzwerk einbrechen. Es wird dich als Eindringling sehen. Ich habe das Programm mit Anweisungen von mir geladen, die dir helfen werden. Es ist leider schwierig zu erklären, wenn man es nicht selbst gesehen hat. Ich nehme gerade letzte Anpassungen am Programm vor. Ich lasse eine Kopie für dich auf meinem Schreibtisch liegen, wenn ich fertig bin. Das Programm besorgen, damit in die Speicherbänke eindringen. Verstanden? Hoffentlich wird das nicht nötig sein. Wir beobachten weiter die Situation. Ich will, dass du nur reingehst, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Mhm. Erinnerungen will man nur loswerden, wenn einem der Inhalt nicht gefällt.
Ehrlich gesagt, das ist einer der Gründe, warum ich so viel trinke. Okay. Ich sage mir immer wieder, dass ich mich mal zur Ruhe setzen sollte. Den Absprung habe ich wohl verpasst. Das Ding ist dreimal so alt wie ich und das will was heißen. Terminal. Aktuelle Projekte. Nebelkondensatoren. Interne Motoren überarbeitet, um Gleichgewichtsprobleme der Einheiten zu beheben. Dimas vorgeschlagene Verbesserungen der Flussaufnahme eingebaut. Energieverbrauch um 7,2% verringert. Feedback aus Fahrhaber berücksichtigt. Dimas genauer Wortlaut war zur Kenntnis genommen und ignoriert. Dimas Verbesserungen. Vakuumröhren nach Korrosion an mehreren Stellen neu verriegelt. Adaptive Sitzmotoren rekalibriert. Dima verfängt sich nicht mehr im Speicherzugriffsapparat. Verbesserung der Energiekupplung. Persönliche Anmerkung. Ich mache mir Sorgen, dass wir uns den Grenzen dessen nähern, was Dimas interne Energiequelle sicher aufnehmen kann. Wenn das zu viel wird, besteht die Gefahr, dass er sich überarbeitet. Arcadia, aktuelle Projekte. Okay. Zip. Frühere Projekte. Aufgegebene Projekte. Rekonstruktive Chirurgie 12. Subjekt zensiert, nach Unfall während einer Reise nach Arcadia behandelt. Schweres Trauma am linken Arm repariert. Volle Funktionsfähigkeit wiederhergestellt. Rekonstruktive bla bla. Subjekt V5 nach einem Unfall auf der Insel behandelt. Traumata an Kopf und Oberkörper, kognitive Funktion eingeschränkt. Funktionsfähigkeit vollständig wiederhergestellt. Nummer 6. Gesichtswiederherstellung an Subjekt S2 auf eigenen Wunsch durchgeführt. Operation mit geringfügiger Narbenbildung erfolgreich abgeschlossen. Subjekt hat zufrieden mit dem Ergebnis. Technik verbessert sich bei jedem zusätzlichen Versuch. Na. Meister. Aha. Gehen wir da noch rein. Constructed. Cool. Türfernsteuerung. Öffnen. Die hätte ich jetzt vielleicht auch nicht mitnehmen brauchen. Dann müssen wir mal dem jetzt ein bisschen Schrott geben. Hey, was ist denn? Na, dann gehen wir den ganzen Schrott dann noch rüber. Oh, voll. Gehen wir gleich hoch. Essen. Hm.
Okay. Wir können mit Dima reden und wir können jetzt das hier noch Exon. Hacken wir das noch, gucken wir uns das auch noch an. Ah, Faradays Programm. Hm. Ich glaube, das hatten wir vorher nicht. Das Tagebuch und, Paradise Tagebuch. Es läuft schlecht. Verhaber und die Kinder des Atoms stehen kurz vor einem Krieg und wir stehen genau dazwischen. Es geht um die Nebelkondensatoren. Wir wollen nur unsere Leute vor der Auslöschung durch den Nebel schützen. Doch die Kinder des Atoms empfinden dies als einen Affront gegenüber ihrem Gott. Sie wollen, dass sich der Nebel auf der ganzen Insel ausbreitet, besonders über Farhaber. Und die Bewohner von Farhaber sind ebenfalls von Hass ergriffen. Sie bezichtigen die Kinder des Atoms, den Nebel verbreitet zu haben, obwohl das rein wissenschaftlich betrachtet unwahrscheinlich ist. Hätte Beichtvater Martin bei den Kindern des Atoms noch das Sagen, wären unsere Chancen höher. Dima und der alte Beichtvater haben eine lange gemeinsame Geschichte. Martin hatte Dima in der alten U-Boot-Basis gefunden und als Arcadia gegründet wurde, schenkte Dima Martin und seinen Anhängern die Basis, die ihnen als neues Zuhause dienen sollte. Fortan nannten sie den Nukleus und zu Beginn waren wir erfreut über die Zusammenarbeit, die uns allen mehr Sicherheit versprach. Doch nun ist Beichtvater Martin verschwunden und der hohe Beichtvater Tektus hat die Führung übernommen. Er ist ein gefährlicher Größenwahnsinniger, der Farhaber um jeden Preis zerstören und uns mit Drohungen dazu bringen will, ihm zu helfen. Was aber noch schlimmer ist, Dima hat seine ursprünglichen Speicherbänke im Nukleus zurückgelassen, als er ging, um Arcadia zu gründen. Er gibt sich die Schuld wegen seines mangelnden Urteilsvermögens, geht aber meiner Meinung nach zu hart mit sich ins Gericht. Die Kinder des Atoms waren unsere Freunde, als Martin sie noch anführte und der Transport der Speicherbänke wäre schwierig gewesen. Dima hatte allen Grund zu glauben, dass sie hinter den Verteidigungsanlagen aus der Vorkriegszeit, an denen sich Martin niemals zu schaffen machen wollte, sicher unter Verschluss gehalten werden. Dima ist seit mehr als einem Jahrhundert auf dieser Insel. In den Bänken könnte alles Mögliche gespeichert sein. Wenn die Kinder des Atoms einen Weg finden, auf diese ganzen Daten zuzugreifen, könnten sie auf etwas stoßen, das die gesamte Insel in Gefahr bringt. Uns läuft die Zeit davon. Ich habe Dima davon überzeugt, dass wir jemanden losschicken müssen, der seine Speicherbänke zurückholt. Der Umgang mit Dimas ausgelagerten Daten könnte kompliziert sein. Daher arbeiten wir gemeinsam an einem Computerprogramm. Es enthält eine Reihe von Anweisungen, mit denen Dima unserem Agenten hilft, sobald er sich in der Simulation befindet. Außerdem werden Werkzeuge benötigt, um sich durch die inneren Sicherheitsprotokolle der Speicherbänke hacken zu können. Ich glaube, wir sollten Chase schicken. Für Dima ist das jedoch zu riskant. Die Kinder des Atoms kennen sie und wenn sie entdeckt wird, gibt es Krieg. Aber wer sonst könnte diese Aufgabe übernehmen? Ja, wer sonst? So, jetzt könnten wir das Programm noch runterladen. Ich glaube, da werde ich erst nochmal speichern, weil ich nicht weiß, was ich damit auslöse. Ich muss mir nur immer wieder sagen, dass ich besser hier bin als tot. Schwäche. Na super. Fehlendes Wasser. Ja, da war oben mehr Wasser. Müssen wir da mal gucken. So. Ja. Ach so, das haben wir jetzt hinzugefügt. Okay. Aber das lag doch jetzt auch da. Diverses. Faradays.
Programm. Das haben wir jetzt zweimal. Mhm. Naja, okay. In Dublin, Cersei, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone. Hm. War hier nicht? Ah, da. Mal gucken, ob das verstrahlt ist. Was? Aha. Ne, es knistert nicht. Glaube ich. Hm. Ja, jetzt können wir noch mit dem Dingens reden und... Wir müssen mal reden. Hilft Chase, hilft den Synths. Sprich mit Dima, dann machen wir das auch noch. Hey Dima. Was kann ich für dich tun? Ich weiß, du hast einige deiner Erinnerungen in einer alten U-Boot-Basis zurückgelassen. Du hast Angst, dass die Kinder des Atoms sie finden. Du warst fleißig. Ich hatte gehofft, dass du dir die Zeit nimmst, um uns besser kennenzulernen. Hm. Irgendwie hast du das ja auch. Vielleicht ist das für uns beide eine Gelegenheit. Bei meinen Leuten bestünde das Risiko, dass die Kinder des Atoms sie erkennen. Aber du bist neu auf der Insel. Was hast du vor, Dima? Bevor ich anfange, wie viel weißt du? Hast du Fragen an mich? Zu Far Harbor, den Kindern des Atoms oder meinen Erinnerungen? Du hast deine Erinnerungen zurückgelassen? Wie geht das? Als Synth-Prototyp ist meine Speicherfähigkeit begrenzt. Ich habe Computer genutzt, um sie zu erweitern, um mir Platz zum Denken zu verschaffen, um neue Dinge zu sehen. Ich musste einige meiner frühesten Erinnerungen zurücklassen, als ich den Kindern des Atoms die U-Boot-Basis überließ. Ich dachte, sie wären dort sicher. Oh, du sorgst für Fahrhabers Sicherheit. Nicht ganz. Ihre Unabhängigkeit ist ihnen wichtig, aber der Nebel breitete sich immer mehr aus. Also schlug ich ihnen einen Handel vor. Wir gaben ihnen die Technik, um den Nebel fernzuhalten, und sie wurden zu unserer Verbindung zur Außenwelt. Eine sichere Anlegestelle und ein Ort, um Vorräte zu kaufen. Leider sehen die Kinder des Atoms den radioaktiven Nebel als heiliges Zeichen. Und aufgrund ihrer blutigen Geschichte mit Far Harbor ist unsere Beziehung nicht die beste. Die Kinder des Atoms auf dieser Insel? Du hast ihnen geholfen? Ja. Ich weiß, ihre Verehrung der Strahlung als eine Art Gott ist etwas ungewöhnlich. Aber ich will mir kein Urteil erlauben. Ich habe in der U-Boot-Basis gelebt, als Martin und seine Anhänger dort ankamen. Sie waren wegen ihres Glaubens aus Far Harbor vertrieben worden. Als ich ging, um Arcadia zu gründen, wusste ich, dass die Basis in sicheren Händen war. Sie brauchten eine Heimat, einen Ort, an den sie gehören. Genau wie ich. Aber Martin ist verschwunden und sein Nachfolger Tactus will den Streit mit Far Harbor beenden, indem er den Nebel die Stadt verschlingen lässt. Ich weiß, was ich wissen muss. Dann ist mein Plan ganz einfach. Gib dich als Rekrut aus und infiltriere die Kinder des Atoms. Verschaff dir Zugang zu ihrer Basis. Du findest meine Speicherbänke in der alten Kommandozentrale, geschützt durch einige Vorkriegssicherheitsmaßnahmen. Ich werde dir das Programm geben, das du brauchst, um auf meine Erinnerungen zuzugreifen. Bring mir alles, was du rausfinden kannst. Das wird anders sein als das Hacken sonst. Du wirst in mein geistiges Netzwerk einbrechen. Es wird dich als Eindringling sehen. Ich habe das Programm mit Anweisungen von mir geladen, die dir helfen werden. Es ist leider schwierig zu erklären, wenn man es nicht selbst gesehen hat. Also, wie funktioniert das Programm? Da ist ein normales Terminal mit einigen Erweiterungen. Mit dem Programm kannst du auf das Terminal zugreifen.
Sobald du versuchst, eine Erinnerung zu holen, könnte sich deine Perspektive etwas verschieben. Keine Panik. Das Programm erklärt dir alles, sobald es nötig ist. Ich habe das Programm schon. Ich war gründlich. Nun, das heißt wohl, dass ich die richtige Person für den Job gefunden habe. Noch eine Sache, bevor du gehst. Was du auch immer tust, greif die Kinder des Atoms nicht direkt an. Das oberste Ziel muss Frieden sein. Wenn du sie angreifst, sehen sie sich im Krieg mit der Außenwelt. Diese verrückten Fanatiker im Nukleus kann ich nicht leiden. Gegen Gewalt hätte ich nichts einzuwenden. Hoffentlich kommt's dazu. Ja, also gegen Religionsfanatiker vorzugehen, hätte ich jetzt auch nichts. Schauen wir mal. Ich muss jetzt aber noch mit der Dings reden. Kazumi. Machen wir das noch. Dimas früheste Erinnerungen sind in den Händen der Kinder des Atoms. Er hat Angst vor dem, was sie herausfinden. Darum ging es bei diesen möglichen Opferzahlen also? Dima wollte die Insel nicht vernichten. Er hatte Angst, dass das die Kinder des Atoms tun? Oder verbirgt er noch immer etwas? Was sind das für Erinnerungen, dass er sie zurücklässt? Steckt da wirklich etwas Gefährliches drin? Hast du einen Weg gefunden zu seiner Erinnerung? Und an den Kindern des Atoms musst du auch noch vorbei. Die Kinder des Atoms? Was weißt du über sie? Ich habe vor einiger Zeit im Commonwealth von ihnen gehört. Verehren die Strahlung oder so. Ich war nicht lange in Far Harbor, aber ich weiß, sie sind dort sehr verhasst. Ich habe zufällig gehört, wie jemand darüber sprach, ein Missionar der Kinder zu töten. Ich verstehe Dimas Sorge. Wir müssen nur sicher gehen, dass er nicht noch etwas im Schilde führt. Ich habe dieses Programm von Faraday und Dima. Damit soll ich Zugang zu den Speicherbänken erhalten. Wirklich? Und wie funktioniert das? Als ich mir die Computer dort angesehen habe, saß Dima auf seinem Stuhl. Den habe ich angezapft. Vielleicht musst du dich, naja, so an die alten Speicherbänke anschließen wie er. Mit einer Verbindung zwischen deinem Kopf und dem Computer. So ist es bestimmt. Dann würde Faradays Programm Dimas Gedanken und Daten übersetzen und dir helfen, mögliche Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen. Tut mir leid, ich spekuliere nur. Es ist nur, das ist ziemlich spannend, oder? Erzählst du es mir, wenn du was rausfindest? Ich behalte hier so lange alles im Auge. Also besorgen wir die Erinnerungen. Und dann? Wenn es eine Bedrohung für die Insel ist, dann sollten es die Kinder des Atoms nicht in die Finger bekommen. Und Far Harbor auch nicht. Wenn wir Dima wirklich nicht trauen können, haben wir so seine eigenen Erinnerungen als Beweis. Ich finde Dimas Erinnerungen. Dann können wir weitersehen. Viel Glück. Abgeschlossen, wo du hingehörst. Wo du hingehörst. Begonnen. Der Segen des Vergessens. Okay. Nonk hatte mir den Hinweis gegeben, dass man nicht positiv mit den Kindern des Atoms umgehen soll, wenn man den hier nicht verärgern will. Deshalb werde ich auch es so wie immer machen, hätte ich wahrscheinlich auch sonst gemacht, dass ich die Entscheidung hier wieder so weit postpone wie möglich und erstmal gucke, wie ich da sonst den Ruf von ihm noch erhöhen kann, was anscheinend auch geht. Und ja, dann erkunden wir einfach erstmal weiter die Insel. Eigentlich mag ich den hier halt auf der Insel mitnehmen, weil der natürlich in den ganzen Orten war und mit einer größeren Wahrscheinlichkeit etwas Konstruktives zu sagen hat, als oder überhaupt Dialoge getriggert werden, als das beispielsweise bei Dance oder Cotsworth der Fall wäre. So. Ähm,
Ja, was machen wir als nächstes? Also sollte ich hier speichern? Da brauchen wir eigentlich nicht. Dann gehe ich hier erstmal. Also ich würde jetzt auf jeden Fall erstmal wieder in die Stadt wollen und zu Longfellows Hütte und die Stadt erkunden. Jetzt muss ich mal gucken. Wir gehen auf jeden Fall hier raus. Und Moment, die Quests habe ich auch alle aktiv. Ja. Und dann werde ich mal diesen Weg möglichst breit erkunden, damit wir hier diese Zone quasi fertig haben. Das ist ja doch ein bisschen unübersichtlich hier auf der Insel. Vielleicht werden uns eines Tages auch andere so annehmen, wie wir sind. Gäbe es Arcadia nicht, wäre ich tot. Gar keine Frage. Hm. Da oben geht's auch noch hoch. Gucken. Da. Hallo, hallo? Hm. Arcadia hat uns so gut aufgenommen. Ich kann es immer noch kaum glauben. Hm, na gut, aber hier ist sonst nichts. Das Zeug am besten ein, solange es noch geht. Psycho. Gäbe es Arcadia nicht, wäre ich tot. Gar so, dann haben wir hier noch kleine Gebäude. Na, nicht wirklich. Werd nicht zu bequem. Die Insel ist kein sicherer Ort. Wir müssen stets auf Zack bleiben. Das sind aber alles nur No-Names. Mhm. Mit technisches Dokument. So, damit haben wir Arcadia an sich zumindest erkundet. Das Problem ist, jetzt ist das ist das hier diese Pflanze, die wir sammeln sollen? Fäule. Hm, wohl nicht. Das ist halt nicht weit hier, aber extrem unübersichtlich. Na, die Windräder habe ich vorher auch nicht bemerkt. Nicht schlecht. Ich glaube, hier wäre es am besten, wenn ich streifenmäßig nach unten laufe. Also von Norden nach Süden, Süden nach Norden, Süden nach Norden, Süden nach Norden und damit dann möglichst viel davon mitnehme. Wofür jetzt hier die Fäule brauche, weiß ich nicht. Wenn ich die überhaupt brauche. Fehlendes Wasser.
Fäule macht das auf jeden Fall nicht übersichtlicher, weil das halt immer so aussieht, als wäre da was, obwohl da halt nur so ein... Verdammt. Ich weiß nicht mehr, ob ich diese Woche mein Bad schon hatte oder nicht. Obwohl da nur so ein Pilz ist. Okay, das ist auf jeden Fall sehr tief. Da ist Arcadia. Lecker Fäule. Es regnet. Ja, und es ist natürlich auch ein bisschen blöd, dass es hier quasi immer dunkel ist. Ich meine, im Moment sind wir in der Nacht hier, aber ja, es wird sich zum Tag hin nicht viel bessern. Ja, ich werde erstmal hier oben das noch erkunden, bevor ich hier weitergehe. Ich sag mal, den Berg von Arcadia habe ich hier erkundet. Also das, was hier auf der Karte die hellste Farbe hat. Da hinten könnte ich noch gerade hin. Na, und da haben wir doch auch gleich was. Ein Schuppen. Na, wohl eine Raststätte oder so. Warum nicht? Die brauchen das eh nicht mehr.
Okay. Da sind wir jetzt bis zum Wasser. Dann machen wir das auch glatt direkt so, dass wir das bis zum Wasser noch erkunden. Also dann laufe ich jetzt erst nochmal nach Norden bis zur Arcadia an der Küste entlang. Giftresistenz. Aster? War das das? Müsste ja hier drin sein. Nö. Ich habe keine Ahnung, was ich da mitbringen sollte. Das wären irgendwelche Blumen gewesen, aber hier steht nichts. Da ist eine ganze Menge Fäule. Naja, gut, dann weiß ich auf jeden Fall, wo ich die herbekomme, wenn ich mal welche brauche. Da jetzt alles einzusammeln, macht irgendwo wenig Sinn. Aber schlabber. Damit. Ne, okay. Gerade noch mal gut gegangen. Kann man nicht looten? Naja, brauchen wir auch eigentlich nicht mitnehmen. So, hier sind wir jetzt auf der anderen... Naja, okay, verstehe.
Altes Haus am Teich. Ja, dann laufen wir noch bis zum alten Haus am Teich. Ist jetzt noch dunkler. Sonne geht auf, merkt man aber hier nicht viel von. So. Immer man damit machen kann. Steller. Ich sehe zwar wenig, aber... anscheinend reicht's noch. Schlaf. Altes Haus am Teich. Du riechst nichts mehr. Naja. Okay. Einsteiger. Mit meinen ganzen Boni. Cool. Kann nicht mehr viel passieren. Da haben wir jedenfalls ein Bett zum Speichern. Erstmal gucke ich mir das hier noch näher an. Fleischerhaken. Das war's wohl hier.
Gut, dann. Putzmittel. Ja. Was war da noch was? So, Ventilator. Na gut. Ja, dann schlafe ich jetzt hier erstmal, mache einen Schnitt. Dann werde ich beim nächsten Mal den Weg von Süden aus hochlaufen. Und dann eventuell von hier runterspringen und dann da entlang. Und da war ja noch so eine Art Bunker, da gucken wir mal rein. Und dann laufen wir hier wieder zurück. Auf der rechten Seite. Ja. Gut. Dann sage ich mal ciao und bis zum nächsten Mal.